Herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. In der heutigen Sitzung geht es um das Thema Bedeutung und Logik. Dabei wenden wir unser Wissen über Prädikationen an, um über logische Relationen und Wahrheit zu sprechen. Das hier ist die Literatur für die heutige Sitzung. Zunächst möchte ich kurz rekapitulieren, was wir zur Prädikation in der letzten Sitzung gesagt haben. Wir haben hier wieder die Äußerung, Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel. Und wir nehmen, wie schon in der letzten Sitzung an, dass sie auch hier in einer konkreten Äußerungssituation geäußert wird. Als Bedeutung haben wir in der letzten Sitzung die oben stehende Proposition entwickelt. Sie enthält, hier leicht idealisiert, alle Prädikationen, die mit der Äußerung getätigt werden. Und diese Prädikationen werden getätigt über die Referenzsituation. Heute geht es zentral um die Kategorien der Wahrheit und Falschheit von Sätzen. Eigentlich müssen wir sagen von Äußerungen, denn die meisten Sätze und auch dieser hier können erst auf ihre Wahrheit oder Falschheit hin beurteilt werden, wenn sie konkrete Situationen, wenn sie konkrete Äußerungen in konkreten Äußerungssituationen sind, weil sie erst dann über Referenten und Referenzsituationen prädizieren. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel, kann nun wahr oder falsch sein. Das heißt, die Prädikationen, die mit dieser Äußerung getätigt werden, können auf die Referenzsituation zutreffen oder nicht zutreffen. Damit er wahr ist, muss jede ihrer Teilprädikationen zutreffen und ihre Verknüpfungen. Hier sind diese ganzen Teilprädikationen durch ein logisches Und verknüpft. Nachher werden wir auch noch andere Verknüpfungen kennenlernen. Hier nehmen wir jetzt an, dass in der Äußerungssituation tatsächlich die Proposition der Äußerung auf die Referenzsituation zutrifft und die Äußerung damit wahr ist. Für jede einzelne Prädikation und jede Verknüpfung zwischen zwei Prädikationen besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie auf die Referenzsituation nicht zutrifft. Stellen wir uns vor, dass Klaus tatsächlich nicht den Salat, sondern das Gemüse mit einer roten Gabel aß. Das Nichtzutreffen der Prädikation, dass der Gegenstand X in der Referenzsituation Salat ist, reicht deshalb dazu aus, dass die Proposition als Ganze nicht zutrifft und die Äußerung als Ganze falsch ist, auch wenn alle anderen Einzelprädikationen zutreffen. Und so könnten nun auch andere Einzelprädikationen unzutreffend sein. Das Ereignis könnte nicht in der Vergangenheit stattgefunden haben, sondern nur in der Fantasie von jemandem. Die Gabel könnte eine andere Farbe gehabt haben, es könnte gar keine Gabel gewesen sein, es könnte das Instrument insgesamt gefehlt haben und so weiter. Alles davon würde die Äußerung als Ganze unwahr, also falsch machen. Nach der klassischen, das ist die antike Logik, wird eines nicht eintreten, nämlich dass die Proposition, also das Gesamt der Prädikationen einer Äußerung, weder zutrifft noch nicht zutrifft. Wir können uns vorstellen, dass wir uns bei dem Referenten von Salat nicht sicher sind, ob es sich um Salat handelt oder ob es sich beim Argument von Roten um einen roten Gegenstand handelt. Dann würden wir sagen, naja, vielleicht ist die Äußerung wahr, vielleicht aber auch nicht. Das lässt die klassische Logik nicht zu, weil sie bestimmte Voraussetzungen macht. Dazu gehört, Begriffe, das sind die Bedeutungen von Ausdrücken, sind entweder klar definiert oder sie sind gar nicht definiert. Dann können sie nicht richtig angewendet werden. Nur wenn beispielsweise Salat klar definiert ist, also eine klare und deutliche Bedeutung hat, dann weiß man auch, was Salat ist, kann begründen, warum etwas gegebenes Salat ist oder warum es nicht Salat ist. Und andernfalls hat man bloß unbegründete Meinungen über Salat, die auch falsch sein können. Ein Mangel an einer exakten Definition ist wie ein Mangel an echtem Wissen.
Das ist der Grund, warum in den Dialogen Platons über Fragen verhandelt wird, wie ist dieses oder jenes gerecht? Und dies dann in Definitionsversuchen zur Gerechtigkeit mündet. Klare Definitionen werden in der Begriffssemantik gesucht und in der klassischen Logik vorausgesetzt. Das bedeutet, eine Prädikation durch eine Äußerung ist in einer Äußerungssituation entweder wahr oder falsch, aber nichts Drittes. Und das nennt sich auch das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten oder Polaritätsprinzip. Es besagt, als konkrete Äußerung mit einer bestimmten Lesart ist ein Deklarativsatz entweder wahr oder falsch. Das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten ist aber nicht einmal die zentralste Annahme der klassischen Logik oder auch nur die fundamentalste. Wir könnten ja neben der Wahrheit und Falschheit von Prädikationen durchaus ohne Drittes auskommen und trotzdem etwas sagen wie: Diese Aussage ist zugleich wahr und falsch. Sebastian Löbner diskutiert das an den Aussagen: Donald Duck ist eine Ente und Donald Duck ist ein Mensch. Ebenso können wir dazu nehmen: Donald Duck ist keine Ente und Donald Duck ist kein Mensch. Irgendwie, könnten wir intuitiv sagen, ist ja jede Aussage davon sowohl wahr als auch falsch. Donald Duck ist in dem Maß, in dem er eine Ente ist, eben kein Mensch, und in dem Maß, in dem er ein Mensch ist, keine Ente. Aber auch das ist durch den klassischen, und das heißt hier aristotelischen Wissensbegriff ausgeschlossen. Denn der Begriff der Ente ist ein anderer als der Begriff des Menschen. Und wenn wir etwas gleichermaßen für eine Ente wie für einen Menschen halten, dann ist das ein Widerspruch und der ist darauf zurückzuführen, dass wir offenbar nicht über das kritische Wissen verfügen, um den fraglichen Gegenstand zu bestimmen. Es fehlt uns an Wissen über Menschen oder über Enten oder über beides. Und das grundlegende Prinzip ist deswegen das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs, auch einfach Satz vom Widerspruch genannt. Und das ist noch fundamentaler als das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten. Das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs ist eine Aussage über einen Gegenstand, oder das sagt aus, dass eine Aussage über einen Gegenstand nicht in derselben Hinsicht sowohl wahr als auch falsch sein kann. Dieses Prinzip zwingt uns zu der grundlegenden begriffslogischen Aktivität, dem Unterscheiden. Wenn Donald Duck nicht in der gleichen Hinsicht eine Ente und ein Mensch sein kann, dann müssen wir nun differenzieren, und zwar verschiedene Hinsichten. Beispielsweise in Hinsicht auf seine Gestalt ist Donald Duck eine Ente, in Hinsicht auf seine Verhaltens- und Handlungsweisen ist Donald Duck ein Mensch. Und schon ist der Widerspruch verschwunden. In Wirklichkeit ist die Differenzierung wohl noch etwas komplexer, aber das Prinzip haben Sie wahrscheinlich verstanden. Das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs sagt uns auch, wenn wir uns in Aussagen über eine Sache in Widersprüche verwickeln, dann sprechen wir sehr wahrscheinlich gar nicht über eine Sache, sondern über mehrere, ohne es zu merken. Nochmal Donald Duck. Wenn wir sagen, Donald Duck ist eine Ente, dann sind wir auch gezwungen zu sagen, Donald Duck ist ein Vogel. Und darüber hinaus ebenfalls, Donald Duck ist ein Tier. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir spätestens diese Prädikation nicht mehr für zutreffend halten würden. Wir hätten also von Anfang an nach Hinsichten differenzieren müssen. Schauen wir uns vor dem Hintergrund der beiden Prinzipien, dem Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs und dem Prinzip des ausgeschlossenen Dritten oder Polaritätsprinzip, die Negation an. Wir haben hier vier Äußerungen, die nicht negiert sind. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel. Klaus aß den Salat. Der Mond besteht aus rotem Käse. Klaus isst manchmal mit einer roten Gabel. Wenn wir annehmen, dass diese Äußerungen jeweils wahr sind, dann müssen ihre Negationen jeweils falsch sein. Klaus aß den Salat nicht mit einer roten Gabel. Klaus aß den Salat nicht. Der Mond besteht nicht aus rotem Käse. Und Klaus isst nie mit einer roten Gabel. Hier ist die Definition der Negation. Wenn A ein Satz ist, der nicht bereits negiert ist,
dann ist seine Negation ein Satz, der erstens wahr ist, wenn A falsch ist, und falsch ist, wenn A wahr ist, und zweitens nach den einschlägigen grammatischen Regeln der Negation aus A gebildet ist. Wir haben also einen Satz, beispielsweise Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel. Wenn dieser Satz wahr ist, dann ist seine Negation falsch. Und wenn dieser Satz falsch ist, dann ist seine Negation wahr. Einer der wichtigsten Punkte für die heutige Sitzung ist, dass Sie verstehen, dass es hierbei nicht um die Frage geht, ob es tatsächlich wahr ist, dass Klaus den Salat mit einer roten Gabel aß. Es geht auch nicht darum, ob Sätze plausibel oder unplausibel sind. Es geht darum, was logisch der Fall ist, falls ein Satz wahr oder falsch ist. Die Wahrheit eines Satzes wird üblicherweise in einer Wahrheitstabelle als Wahrheitswert notiert. 1 steht dabei für wahr und 0 für falsch. Man spricht neben Wahrheitswerten auch von Wahrheitsbedingungen. Die Bedingung dafür, dass die Negation von A wahr ist, ist, dass die Affirmation von A falsch ist. Mit anderen Worten, dass seine positive Formulierung falsch ist. Wir kennen die Bedeutung eines Ausdrucks, wenn wir die Bedingungen kennen, unter denen er wahr ist. Es geht also bei der Negation nur darum, was sie mit einer Proposition macht, nämlich den Wahrheitswert der Äußerung umkehren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob die Proposition plausibel ist oder nicht. Es ist eine rein formale Operation. Hier nochmal zu merken die beiden Grundprinzipien inklusive zweier Formulierungen von Aristoteles dazu. Wir wenden uns jetzt logischen Eigenschaften von Sätzen zu. Wir nehmen wieder die beiden Prinzipien als gegeben an. Schauen wir uns unter diesen Vorzeichen diese Sätze hier an. Klaus aß den Salat oder er aß ihn nicht. Ein Kreis ist eine ebene geometrische Figur aus allen Punkten, die zu einem vorgegebenen Punkt denselben Abstand haben. Und alle Menschen sind sterblich. Man nennt Sätze wie diese logisch wahr oder tautologisch. Was heißt das? Das heißt, dass es für diese Sätze in gegebenen Lesarten überhaupt keine Äußerungskontexte geben kann, in denen sie falsch sind. Sie sind in jedem möglichen Äußerungskontext wahr. Setzen wir für solche Sätze die Variable a ein. Dann hat a in jedem Äußerungskontext den Wahrheitswert 1 und es ist sogar unmöglich, dass A den Wahrheitswert 0 hat. Wodurch kommt aber diese Unmöglichkeit zustande? Der erste Satz oben ist logisch wahr Kraft des Polaritätsprinzips. Daneben, dass Klaus den Salat aß oder nicht aß, gibt es keine dritte Möglichkeit. Deshalb ist der Satz immer wahr. Die Kreisdefinition ist ein mathematisches Gesetz. Deshalb ist es immer wahr. Und alle Menschen sind sterblich ist wahr, weil Mensch nach unseren sprachlichen Konventionen gerade so definiert ist, dass er sterblich ist. Das sind unverzichtbare Voraussetzungen für logische Wahrheit und Falschheit. Apropos logische Falschheit. Der Mensch ist eine gemeine Marmelade, Klaus aß mit einer roten Gabel und ohne eine rote Gabel. In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate der Katheten ungleich dem Quadrat der Hypotenuse. Diese Sätze sind logisch falsch. Sie sind nämlich in einer gegebenen Lesart in jedem möglichen Äußerungskontext falsch. Es gibt keinen Äußerungskontext, in dem sie wahr sind. Ein Satz A ist also logisch falsch oder kontradiktorisch, wenn es unmöglich ist, dass er wahr ist. Auch hier beruht die logische Falschheit auf Voraussetzungen. Wenn logisch wahre oder falsche Sätze in konkreten Äußerungssituationen tatsächlich einmal geäußert werden, dann interpretieren wir sie um, indem wir sie beispielsweise nicht wörtlich,
sondern im übertragenen Sinn verstehen, weil wir davon ausgehen, dass unser Gesprächspartner kooperativ mit uns kommuniziert. Vergleichen wir mit den Tautologien und Kontradiktionen diese Sätze hier. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel. Kylie Jenner gefällt Douglas. Diese Ente kann nicht fliegen. Wir können uns hier Äußerungskontexte vorstellen, in denen diese Sätze wahr sein können und andere, in denen sie falsch sein können. Und genau das zeichnet sie auch aus. Es sind nämlich kontingente Sätze. Ein Satz A ist in einer gegebenen Lesart logisch kontingent, wenn er in manchen Äußerungskontexten wahr und in anderen falsch sein kann. Für logisch kontingente Sätze sind natürlich auch beide Wahrheitswerte möglich. Also es kann in einer gegebenen Äußerungssituation der Fall sein, dass A wahr ist, aber es kann auch sein, dass A falsch ist. Hier ist das nochmal zusammengefasst mit logisch wahren, logisch falschen und logisch kontingenten Sätzen. Als nächstes nehmen wir uns logische Beziehungen zwischen Sätzen vor. Wir beginnen mit der Implikation oder mit der logischen Implikation. Nehmen wir Satzpaare wie diese beiden hier. Es regnet, die Straße ist nass. Und als zweites Paar, Klaus ist Emilias Opa, Klaus und Emilia sind verwandt. Es ist für das, was jetzt kommt, wieder wichtig, Folgendes zu verstehen. Es geht bei diesen Sätzen nicht darum, ob sie plausibel oder wahr sind. Es geht um die Frage, unter welchen Wahrheitsbedingungen die logische Implikation gilt. Sie müssen sich fragen, wie muss die Welt beschaffen sein, damit die Implikationen, von denen wir jetzt sprechen, wahr sind. Und nicht, warum soll die Implikation wahr sein? Die Welt ist doch gar nicht so, wie die Sätze behaupten. Wir wollen etwas über die Beschaffenheit der logischen Implikation erfahren, nicht über die Beschaffenheit der Welt. Wir machen wieder eine Wahrheitstabelle und schreiben zwischen die Variable a für die Aussagen auf der linken Seite und die Variablen b für die Aussagen auf der rechten Seite schreiben wir b hin und dazwischen schreiben wir das Symbol für die Implikation. Und jetzt tragen wir zunächst alle möglichen Zustände der Welt in Bezug auf die Sätze a und b ein. Sie können beide wahr sein, wie in der ersten Zeile, dann regnet es und die Straße ist nass. Klaus ist dann Emilias Opa und Klaus und Emilia sind dann verwandt. A kann auch wahr und B kann falsch sein, wie in der zweiten Zeile. A kann falsch und B kann wahr sein, wie in der dritten Zeile. Und beide können falsch sein, wie in der vierten Zeile. Die Frage ist jetzt, unter welchen Wahrheitsbedingungen ist es wahr, dass A B logisch impliziert? Die Implikation ist folgendermaßen definiert. A impliziert B logisch, immer wenn A wahr ist, ist auch B wahr. A impliziert B nicht, nur genau dann, wenn B falsch ist, obwohl A wahr ist. Das heißt, es gibt nur eine Bedingung, in der die Implikation falsch ist, wenn A wahr ist und B falsch. Das trifft nur auf die zweite Zeile zu. Unter allen anderen Bedingungen ist die Implikation wahr. Warum soll A impliziert B auch in der zweiten und dritten Zeile implizieren? Die Implikation ist folgendermaßen definiert. A impliziert B logisch, nur wenn gilt, immer wenn A wahr ist, ist auch B wahr. Und A impliziert B nicht, nur wenn B falsch ist, obwohl A wahr ist.
Das heißt, es gibt nur eine Bedingung, in der die Implikation falsch ist, wenn A wahr ist und B falsch ist. Das trifft nur auf die zweite Zeile zu. Unter allen anderen Bedingungen ist die Implikation wahr. Warum soll sie aber jetzt auch in der dritten und vierten Zeile wahr sein, wo A gar nicht wahr ist? Sie dürfen diese Implikation nicht missverstehen als identisch mit dem, was wir umgangssprachlich mit wenn-dann ausdrücken. Ich versuche Ihnen das ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Ich behaupte, wenn es regnet, ist die Straße nass. Dann regnet es und die Straße ist nass. Was ich gesagt habe, ist also zutreffend. Das wäre das, was wir in Zeile 1 sehen. Wenn es aber regnet und die Straße ist nicht nass, dann ist meine Behauptung auf jeden Fall falsch. Das ist das, was wir in Zeile 2 sehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Zeile 3, die Sonne scheint und die Straße ist nass. Dann sage ich, ja und? Über diesen Fall habe ich ja gar keine Aussage gemacht. Ich habe bloß behauptet, dass bei Regen die Straße nass ist. Was schert mich's, wenn die Sonne scheint? Und dadurch, dass die Sonne scheint, wird meine Aussage, dass die Straße bei Regen nass ist, ja nicht falsch. Aus Falschem folgt Beliebiges. Dasselbe gilt bei dem Fall in Zeile 4. Über den Fall, dass es nicht regnet und die Straße auch nicht nass ist, habe ich ebenfalls keine Aussage gemacht. Deshalb wird die Implikation durch diesen Fall auch nicht falsch. Diese Implikation lässt sich auch umkehren. Nicht A wird nämlich von nicht B unter denselben Bedingungen impliziert, wie A B impliziert. Das heißt, wir negieren erstmal A und B. Die Negation, das wissen Sie ja schon, kehrt einfach die Wahrheitswerte unter A und B um. Aus 1 wird 0 und aus 0 wird 1. Und nun gilt, wenn A B impliziert, gilt immer auch, dass nicht B nicht A impliziert. Beachten Sie, dass nicht B jetzt hier rechts steht. Und erinnern Sie sich, die Implikation ist nur falsch, wenn der implizierende Satz wahr ist, aber der implizierte Satz falsch ist. Und das ist hier nur in Zeile 2 der Fall, genau wie eben bei A impliziert B. Damit zeigt sich, dass wenn A B impliziert, nicht B auch nicht A impliziert. Die Implikation ist transitiv. Transitiv bedeutet Folgendes: Wenn A B impliziert und B C impliziert, dann impliziert A auch C. Am Beispiel: Wenn es zutrifft, dass Klaus mit einer roten Gabel aß, dann trifft auch zu, dass Klaus aß, und wenn Klaus aß, dann tat er etwas. Das bedeutet aber auch, dass wenn Klaus mit einer roten Gabel aß, dass Klaus etwas tat. Wir kommen jetzt zu einer anderen logischen Beziehung zwischen Sätzen, der logischen Äquivalenz. Wir tragen wieder die möglichen Zustände der Welt mit A und B in Form von Wahrheitswerten ein. Die Frage ist jetzt, unter welchen Bedingungen sind A und B logisch äquivalent? Unser Satzpaar soll sein, Klaus ist der Bruder von Zoes Mutter und Zoe ist Klauses Nichte. Die Äquivalenz ist so definiert: A ist logisch äquivalent zu B, nur wenn gilt, A und B haben immer den gleichen Wahrheitswert. Das heißt, Klaus ist der Bruder von Zoes Mutter ist äquivalent zu Zoe ist Klaus Nichte, wenn beide Sätze wahr sind und wenn beide Sätze falsch sind, aber nicht, wenn der eine wahr und der andere falsch ist. Wahr ist er also in den Zeilen 1 und 4 und falsch ist die Aussage oder ist der zusammengesetzte Satz in den Zeilen 2 und 3. Eine weitere logische Beziehung zwischen Sätzen ist die Kontrarietät. Satz A ist konträr zu Satz B, genau dann, wenn gilt,
Immer wenn A wahr ist, ist B falsch. Und so können wir hinzufügen, wenn B wahr ist, ist A falsch. Konträr ist die Beziehung nur dann sicher nicht, wenn A und B beide wahr sind. Die Kontrarietät ist außerdem nicht unbedingt falsch, wenn A und B beide falsch sind. Das hängt damit zusammen, dass A und B keine Entweder-Oder-Alternative bilden müssen. Der Salat kann neben frisch und welk halbfrisch sein. Heute kann neben Dienstag und Freitag auch Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag sein. Wenn A und B aber erschöpfende Alternativen in einem Bereich sind, dann können sie zueinander kontradiktorisch sein. Das ist genau dann der Fall, wenn A und B immer entgegengesetzte Wahrheitswerte haben. Der Salat ist frisch, ist wahr, wenn der Salat ist nicht frisch, falsch ist und umgekehrt. Und morgen ist Montag ist wahr, wenn morgen ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, falsch ist und umgekehrt. Die Kontradiktion ist also unter den Wahrheitsbedingungen in Zeile 2 und 3 wahr. Okay, wir bleiben jetzt bei den logischen Beziehungen zwischen Sätzen, schauen uns aber die interessanten Dinge an, die passieren, wenn unter diesen Sätzen logisch wahre und logisch falsche Sätze auftreten. Ich wiederhole noch einmal den wichtigen Punkt, dass es bei den logischen Beziehungen nicht um Bedeutungsbeziehungen geht. Darum spielt ihr Inhalt streng genommen keine Rolle. Es geht darum, welche Beziehungen bestehen, wenn bestimmte Wahrheitsbedingungen gelten. Wir betrachten noch einmal die logische Implikation. Sie war ja so definiert, dass sie nur unter einer Bedingung falsch ist, nämlich wenn A wahr ist und B trotzdem falsch ist. Ich behaupte, die Straße ist nass, wenn es regnet, und das ist nur falsch, wenn es regnet, aber die Straße trocken bleibt. Natürlich können auch logisch wahre Sätze, Tautologien oder logisch falsche Sätze, Kontradiktionen für A und B eingesetzt werden. Dabei passieren interessante Sachen. Setzen wir für A einen logisch falschen Satz ein, B mag ein kontingenter Satz sein. Also Wasser ist CO2 und Simon Kasper ist ein Deckname. Wasser ist natürlich nicht CO2. Dieser Satz kann in keinem Äußerungskontext wahr sein. Das wird durch die Rotfärbung angezeigt. Die logische Implikation ist allerdings, wie wir schon gesehen haben, nur unter den Bedingungen in Zeile 2 falsch, wenn A wahr, aber B falsch ist. Hier ergibt sich jetzt die denkerisch schwierige Situation, dass in Zeile 1 eine Implikationsbeziehung besteht, obwohl A gar nicht wahr sein kann. Anders gesagt, die Implikationsbeziehung besteht, aber es gibt keine mögliche Äußerungssituation, in der der Schluss von A nach B anwendbar wäre. Man spricht dabei von pathologischen Fällen logischer Implikation. Wenn Sie in die Tabelle schauen, sehen Sie, dass die Implikation immer wahr ist, wenn bei A eine 0 oder bei B eine 1 steht. Das heißt, die Implikation ist automatisch wahr, wenn wir für A logisch falsche Sätze einsetzen, das haben wir eben gemacht, oder für B logisch wahre Sätze, das machen wir hier. Schauen Sie in Zeile 4. Diese Implikation ist wahr. Es ist nicht der Fall, dass Elon Musk ein verkannter Linguist ist. Dann trifft auch nicht zu, dass die Innenwinkelsumme im planaren Dreieck 180 Grad beträgt. Dieser letztere Satz ist aber logisch wahr. Er kann gar nicht falsch sein. Das heißt, unter diesen Wahrheitsbedingungen ist die logische Implikation wahr, aber sie ist in keiner möglichen Äußerungssituation anwendbar. Auch das ist ein pathologischer Fall
logischer Implikation. Wir können sogar für A einen logisch falschen Satz einsetzen und für B einen logisch wahren, und das genügt als Bedingung dafür, dass die logische Implikation wahr ist, wie hier. Die Innenwinkelsumme im planaren Dreieck beträgt 180,5 Grad, impliziert, die Innenwinkelsumme im planaren Dreieck beträgt 180 Grad. Für die linguistische Semantik sind solche Fälle natürlich wenig relevant. Sie rechnet vor allem mit kontingenten Sätzen, das heißt solchen, die sowohl wahr als auch falsch sein können. Hier ist nochmal der pathologischste Fall von eben abgebildet, bei dem wir ein logisch falsches A und ein logisch wahres B eingesetzt haben. Das hat dazu geführt, dass unter etlichen Wahrheitsbedingungen kein Äußerungskontext möglich ist. Die Implikation gilt sozusagen, aber es gibt keinen Zustand der Welt, in dem die Implikation anwendbar wäre. Wenn wir statt logisch wahren und logisch falschen Sätzen schauen, unter welchen Bedingungen die Implikation zwischen logisch kontingenten Sätzen wahr ist, dann geben sich auch wieder mehrere mögliche Äußerungskontexte. Oder dann ergeben sich wieder mehr mögliche Äußerungskontexte. Die Beispielsätze hier sind: Simon Kasper ist ein Deckname und Elon Musk ist ein verkannter Linguist. Die Sätze haben nach allem, was wir wissen, inhaltlich nichts miteinander zu tun, aber zwischen ihnen besteht erstens unter den nun schon bekannten Wahrheitsbedingungen bestehender Implikationsverhältnisse in den Zeilen 1, 3 und 4. Und zweitens gibt es potenzielle Äußerungskontexte, in denen diese Wahrheitsbedingungen erfüllt sind, in denen die Implikationen also zum Tragen kommen könnten. Bei solchen kontingenten Instanzen von A und B spricht man davon, dass sie logisch unabhängig sind, wenn keine Wahrheitswertkombination zwischen ihnen ausgeschlossen ist. Anders als bei logisch wahren und falschen Sätzen. Das heißt, die Logik mutet unserer Intuition einiges zu. Tatsächlich gibt es aber in der Semantik eine Arbeitshypothese, nämlich wenn in einer Äußerungssituation eine der logischen Beziehungen zwischen zwei kontingenten Sätzen besteht, dann beruht diese Beziehung auch auf einem inhaltlichen Zusammenhang. Und das nimmt die ganze logische Zumutung aus der Sache heraus. Sie haben es bis hierhin vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, die aussagenlogischen Verknüpfungen lassen sich nicht einfach auf ihre sprachlichen Gegenstücke übertragen. Und das möchte ich jetzt zuletzt noch thematisieren. Die Negation haben wir schon kennengelernt. Wir übersetzen das logische Symbol meistens mit nicht. Also die logische Negation mit diesem Symbol hier, die Aussage nicht A ist wahr, wenn die Aussage A falsch ist und falsch, wenn A wahr ist. Hier ein Beispiel. A sei Elon Musk ist ein verkannter Linguist. Dann sagen wir zu nicht A, es ist nicht der Fall, dass Elon Musk ein verkannter Linguist ist. Die Negation von A ist aussagenlogisch, also die logische Negation von A ist aussagenlogisch die Negation der gesamten Proposition. Das ist aber oft nicht der Fall, wenn wir die Aussage natürlich sprachlich negieren. Wir würden sagen, Elon Musk ist kein verkannter Linguist. Aussagenlogisch ist das aber nicht bedeutungsgleich mit nicht A, denn mit diesem Satz negieren wir nicht die gesamte Proposition, sondern nur einen Teil davon.
Wir negieren beispielsweise nicht, dass es einen Referenten gibt, der Elon Musk heißt. Langer Rede, kurzer Sinn, die aussagenlogische Negation kann nicht einfach mit der natürlichsprachlichen gleichgesetzt werden. Und Ähnliches können wir auch über die logische Konjunktion sagen. Wir übersetzen das Symbol mit und, aber erstmal zur Definition. Die Aussage A und B, die logische Aussage, ist nur dann wahr, wenn A wahr ist und B wahr ist. Hier ist ein Beispiel. Eike eimert eiklar, möge A sein, und Schlumpi schlürft Schlagsahne, möge B sein. Die Konjunktion von A und B ist jetzt nur wahr, wenn A wahr ist und wenn B auch wahr ist, und sonst ist sie falsch. Mit unserem natürlichsprachlichen und kann man aber noch mehr. Antje schmiert sich ein Brot und isst, verstehen wir als zeitliche Abfolge von Ereignissen. Das weicht von der logischen Konjunktion ab. Hanni und Nanni balgen sich. Dabei handelt es sich um eine reziproke Beziehung. Wir können sie nicht auflösen in Hanni balgt sich und Nanni balgt sich, denn das würden wir so verstehen, dass sie sich jeweils mit einer dritten Person balgen und nicht miteinander. Und bei Hanni geht einkaufen und vergisst das Geld handelt es sich auch nicht um zwei Ereignisse wie bei der logischen Konjunktion, sondern um ein und dasselbe, und zwar um zwei Aspekte ein und desselben Ereignisses. Die logische Disjunktion haben wir noch nicht behandelt. Wir sagen üblicherweise oder dazu. Die Aussage A disjunkt B ist nur dann wahr, wenn A und B beide wahr sind oder eins von beiden wahr ist. Die zusammengesetzte Aussage es hat gedonnert oder ein LKW ist gegen die Brücke gefahren ist also wahr, wenn es gedonnert hat und ein LKW gegen die Brücke gefahren ist, wenn es gedonnert hat, ohne dass ein LKW gegen die Brücke gefahren ist und wenn es nicht gedonnert hat, aber ein LKW gegen die Brücke gefahren ist. Die Aussage ist falsch, wenn beides nicht passiert ist. Mit anderen Worten, die logische Disjunktion ist ein einschließendes Oder. Nur eins von beiden braucht gelten, aber beide können gelten. Mit dem natürlichsprachlichen Oder meinen wir aber oft ein ausschließendes. Wenn wir sagen, ich möchte ein Makrelenfilet oder ein Matjesfilet, dann wollen wir in der Regel eins von beiden, aber nicht beide. Die logische Subjunktion oder Implikation hatten wir jetzt schon mehrfach. Man ist dazu verleitet, sie mit Wenn-Dann-Äußerungen zu paraphrasieren. Sie haben aber schon gesehen, dass ihr das nicht gerecht wird. Die Subjunktion ist nämlich nur dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist. Die Subjunktion zwischen es regnet und Klaus hat die Haare schön ist also unter allen Bedingungen wahr, außer es regnet ist wahr und gleichzeitig hat Klaus die Haare nicht schön. Tatsächlich ist es klüger, die logische Subjunktion nicht mit wenn dann zu paraphrasieren. Wir meinen damit eigentlich immer inhaltliche und keine logischen Beziehungen zwischen Wahrheitsbedingungen von Sätzen. Eine etwas bessere Paraphrase für die logische Subjunktion ist deshalb, schon wenn es regnet, ist die Straße nass. Dadurch wird zumindest deutlich, dass der Regen keine notwendige Bedingung dafür ist, dass die Straße nass ist und dass sie auch durch andere Ursachen nass sein kann. Hier sind die einzelnen Verknüpfungen, logischen Verknüpfungen und die Negation noch einmal mit Wahrheitswerttafeln und Definitionen aufgeführt. Und damit sind wir für heute auch am Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal.